Kleine Bergland TV ist heute zu Besuch auf dem Messestand des Bauunternehmens Otto Ulrich aus Vreden. Der Chef des Unternehmens, Oliver Ulrich, arbeitet mit seinem Team auf Basis der Empfehlungen von Einer alles sauber aus Sehnten. Das Einer alles sauber Verfahren geht besonders auf die wichtigsten Punkte eines Renovierungs- oder Umbauvorhabens ein. Zum Beispiel auf den unvermeidlich anfallenden Staub und Dreck, den es auf der Baustelle zu bekämpfen gilt. Wir haben mal gefragt, was es damit auf sich hat. So, wir stehen jetzt hier mit Oliver Ulrich von Einer alles sauber, ihrem Modernisierer. Und zwar stehen wir hier vor einer Staubschutzwand mit einer Absaugung. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Diese Staubschutzwand kommt bei uns immer zum Einsatz, wenn wir in bewohnten Räumen arbeiten, Badsanierungen, Umbauten, Wandabbrüche etc., wo der Staub, der anfallende Bauschutt und der Dreck ganz einfach nicht in bewohnte Räume gelangen kann. Dort werden entsprechende Bereiche, Arbeitsbereiche mit dieser Trennwand von bewohnten Bereichen, die nicht beschädigt, berührt werden sollen, getrennt. Wir saugen dann mit dieser Absauganlage die entstehenden Schmutz durch eine Filteranlage ab und transportieren dann halt diese Luft nach draußen. Durch den Einbau der Staubschutzwand bleibt also Staub und Dreck und so weiter in der Baustelle dort, wird nach außen abgeführt, ja. Und die Wohnung bleibt staubfrei. Das ist definitiv so. Kann das mit jedem Raum gemacht werden? Das kann mit jedem Raum gemacht werden. Die Klebebänder können rückstandsfrei abgelöst werden. Die Tapeten oder auch Möbel oder auch Türen, wo halt drauf abgeklebt wird, nehmen dadurch keinen Schaden. Okay, super. Technisch gesehen, wie funktioniert diese Sache? Dahinter steht eine Absauganlage, die in 3 Stufen geschaltet werden kann. Da ist ein Schlauch angeschlossen, der dann halt die gefilterte Luft nach draußen transportiert. Ganz normal betrieben mit 220 Volt in jedem Haushalt anschließend. Das Grundkonzept von Einer alles sauber ist ja die Modernisierung von Gebäuden, von Räumen. Insbesondere unter dem Aspekt, dass es eben hinterher auch sauber bleibt. Wie können Sie das Ihren Kunden garantieren? Durch besonders geschulte und ausgebildete Mitarbeiter, durch besondere Sorgfalt bei der Arbeit. Wir sprechen mit unseren Kunden, mit unseren Interessenten bei der Arbeit. Wir erklären ihnen, was an dem Tag, wenn wir da sind, gemacht werden wird. Wir erklären auch die weiteren Arbeitsschritte, was an den nächsten Tagen passieren wird bei dem Umbau in ihrem Haus, sodass wir im ständigen Kontakt mit unseren Kunden sind und die also genau wissen, wie weit wir mit dem Baufortschritt sind und wie lange es noch dauert und was dann halt die nächsten Tage bei Ihnen im Haus passiert. Und ist es ja so, bei Umbauten, wer das schon mal gemacht hat, passieren ja öfter mal Überraschungen und dies und das. Jetzt habe ich aber am Anfang vielleicht mit Ihnen auch über den Preis gesprochen. Wie ist das denn mit der Preispolitik? Wir garantieren unseren Kunden einen Festpreis. Der wird vorher darüber gesprochen. Da sind alle Gewerke drin enthalten mit unseren Kooperationspartnern. Mit denen machen wir auch Festpreise und geben diese Festpreise entsprechend unseren Kunden weiter. Die Koordination, der gesamte Bauablauf obliegt der Firma Ulrich, Einer alles sauber. Wir sprechen den Bauablauf vorher mit unseren Kooperationspartnern ab. Das sind alles Meisterbetriebe, mit denen wir schon sehr lange Jahre kooperieren, mit denen wir schon sehr lange sehr gut zusammenarbeiten. Mit denen wird der Bauverlauf konkret abgesprochen und ich als solches bin ein- bzw. zweimal am Tag auf jeder Baustelle. Da weiß also jeder Handwerker, was er zu machen hat und wann er auf der Baustelle erscheinen kann, dass der Kunde dann das Neue, das Schöne, Gute schnell genießen kann. Das heißt, ich fasse mal zusammen, ich habe es mit einem zu tun, nämlich mit Ihnen an der Richtig. Baustelle. Ja. Sie kümmern sich um alles und hinterlassen das Ganze auch noch sauber und zum Festpreis, den wir vorher besprochen haben. So ist unser Versprechen, ja. Wunderbar, dann können wir loslegen. Sehr gerne.